Einen wunderschönen guten Tag an diesem Mittwoch, Workshop Wednesday. Jan und ich haben ein bisschen Rollen getauscht, er hat Frage-Antwort gemacht, ich mache dafür den Workshop Wednesday. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Ronnys Auto wurde ja schon mal an dem Workshop Wednesday gezeigt, wird noch ein eigenes Video dazu geben. Ansonsten ist ja seitdem nicht wirklich was passiert. Wir haben das Auto von Michael da, Rennwageninspektion. Einmal Öle neu gemacht, ich glaube Radlager auch. Mal durchgeschaut, dass halt für den nächsten Mal Veranstaltung auf der Rennstrecke das Auto entsprechend fit ist. Der Ferrari hinten, da ist das Getriebe gerade weg. Da gibt es eine Revision, soweit ich weiß. Oder es wird irgendwas Defektes ersetzt, bin ich nicht ganz im Thema. Ansonsten, der ND hat sich nicht viel getan, beziehungsweise gar nichts. Der steht weit hinten an auf der Agenda. So, ein bisschen Krach. Ein Abarth haben wir hier, ist vermessen worden, ist höher eingestellt worden, Spurplatten, schickes Ding. Dann das Auto vom Norbert, bekommt einen ziemlich großen Komplettumbau. Wir sehen hier ein leidiges Thema bei NA bis NC, aber gerade jetzt beim NC, nämlich Buchsen. Hier in dem Fall ziemlich übel, ziemlich mies. Viele Schrauben in den Buchsen festgerostet. Das ist genau das, was wir schildern. Das ist genau das, was den Buchsenumbaupreis so in die Höhe treibt. Das wird auch hier von dem, was im Angebot war, wahrscheinlich nicht ganz hinkommen, weil der Aufwand wirklich gigantisch groß ist hier. Ansonsten ziemlich fetter Komplettumbau. Fahrwerkbuchsen, Räder, Bremsanlage, Nockenwellen, Auspuff komplett. Shifter, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Also das ist ein richtiges Rundum-Sorglos-Paket, was hier gemacht wird. So, Auto vom Erik. Geht es jetzt langsam aber sicher weiter. Das wird mal ein, da fehlen ein paar Teile, glaube ich. Deswegen, ja, Mitteltunnel ist, glaube ich, ein bisschen was gemacht worden von René. Ich glaube, ja, da sieht man was. Da kommt nämlich mal ein Doppelkupplungsgetriebe rein. Es ist sogar schon drin. Oh, cool. Weiß mehr als ich. Noch ein NC mit Nockenwellen. So. Auto von Felix. Das verlässt uns jetzt. Ist fertig. Obacht, Kabel. Das Auto vom Kai, vom Cobra Kai. Höher eingestellt, bisschen Vermessung. Ist mal so eine Ausnahme hier bei uns in der Werkstatt. Ja. Auto vom Simon, machen wir gerade einen Motor, gibt 2 Liter. Mitarbeiterauto vom Robin. Da kommt auch noch ein Feature. Ein Feature? Ja, der kriegt ein Feature. Ein Feature. Ein Feature. Ein Feature. Geil. Geschrieben F-I-D-S-C-H-A. Feature, ja, mit Share. Könnte man auch mit J machen. Ne? Das Auto vom Andreas, muss nur noch durch die Endkontrolle. Cooler Umbau, Stopdeckbremse, Auspuff komplett mit Abstimmung, Fahrwerk. Glaube ich auch, ja. Also, schönes Gesamtpaket. Lenkrad ist auch reingekommen, keins von uns. Dann haben wir unten auf dem Prüfstand das Auto vom, ich glaube, Matthias. Ich hoffe, den haben wir jetzt richtig im Kopf behalten. Da sind wir am Lösen eines kleinen so Startproblems, wenn das Auto warm ist. Hat einen Shifter bekommen, 6-Ranggetriebe bekommen. Hat vorher schon 1,6 Liter geschmiedet. Auf, glaube, GT 2860 RS ist drauf. Schiebt. Macht Spaß. Ja, hinten die Ecke, hier und da immer ein bisschen was passiert. Das Auto vom Robin ist hier, 1000 Kilometer Inspektion, also nicht unser Robin, sondern ein anderer Robin. Das wird übrigens der nächste V6 ND. Das Auto vom René, da müssen wir eine Riemenscheibe vom Kompressor tauschen, die ist leider nicht mehr so im besten Zustand. Das Auto von der Simone bekommt einmal eine Vollrestauration. Das Auto vom Robert fahre ich aktuell, seit 2 Tagen, ist schön. Auto vom Kevin machen wir was am Auspuff und am Sitz, da ist ein V8 NA. Geht wieder zum TÜV, war schon mal glaube ich oder muss noch, bin ich mir gerade nicht genau sicher, aber geht auf jeden Fall hier entsprechend auch da weitergehen im Bereich Teilegutachten, nicht Teilegutachten, sondern, also doch hier auch Teilegutachten für Bremse wollen wir was ändern und generell das Thema Karosseriefestigkeit mit hoher Leistung. Hier ist jetzt eine Stopdeckbremse vorn drauf gekommen, hinten haben wir eine serienmäßige NBFL-Bremsanlage mit Stopdeckscheiben,
Da war vorher so eine Wilwood-Bremse drauf mit so einem zusätzlichen Adapter. Das können wir nicht eintragen, das geht nicht. Das war auf dem Auto schon drauf, als es gekommen ist. Und jetzt haben wir das dann so umgebaut, dass das Ganze nachher eingetragen werden kann. Das Auto vom Philipp ist breit geworden. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Ist nicht fertig, ist mitten im Umbau. Kompressor 2,3 Liter geschmiedet, mittendrin. Das Auto vom Flo müsste uns jetzt eigentlich bald verlassen. Sollte eigentlich jetzt soweit relativ durch sein. Das ist mein letzter Stand der Dinge. Was haben wir hier? Ein Jaguar, der hat ein bisschen Einspritzdüsenprobleme. Das Auto vom Matthias kriegt Überrollbügel, so in einem Clubsport-Stil. Hat schon drin Pole Positions, CAE-Shifter. Sehr, sehr geil. Wenn der Bügel nachher so aussieht, wie ich es hoffe, dann ist das auch was für mich. Der Bügel ist noch nicht drin, der ist gerade beim Pulvern. Aber dann habe ich da auch hart Bock drauf. Ansonsten, Poles sind ja bei mir auch schon drin. Shifter ist bei mir auch drin, also gute Wahl. Kann ich bestätigen. So. Beratung gemacht hat. Gute Frage, kann ich mir nicht erklären. Also der Hof ist aktuell echt ein bisschen überfüllt. Das Auto von Marc ist leider nochmal hier. Wir hatten hier ein Problem mit der Drosselklappe, dass die gehangen hat. Diesen Fehler haben wir so zum ersten Mal gesehen. Das ist wohl ein Problem, da gibt es wohl eine technische Information von Mazda. Das hätte es schon öfter beim ND gegeben. Wir haben es das erste Mal gesehen, hatten es mit der anderen Drosselklappe versucht zu beheben und der Fehler ist trotzdem wieder gekommen. Das heißt, hier sind wir auch noch dran, das Problem zu lösen. Also hier tauschen wir nochmal Drosselklappe, ansonsten sind frische Reifen drauf gekommen und das Auto kennt ihr schon aus dem anderen Workshop Wednesday. Also auch ziemlich cooler, runder Komplettumbau, Racefelgen, super schick. Das Auto vom Benjamin ist ein 1.6er. Geswappt auf 1.8er VVT mit bisschen Krümmer, bisschen Auspuff. Dann das Auto vom Sven. Da gibt es noch einen Shifter, der ist schon drin. Wir warten jetzt noch auf Auspuff und Bremsen, um das Auto fertig zu machen. Und dann klappt es auch mit der Hauptuntersuchung. Dann ist das Auto auch wieder fertig. Dann das Auto vom Jan. Nicht unser Jan. Nee, ist nicht vom Jan. Das ist vom Alexander. 1.8er GT2860RS Umbau, bisschen Elektrik, nicht Debakel, aber war nicht so schön, da muss man ein bisschen was noch verbessern, Fehler ausmerzen, aber schiebt gut auf jeden Fall, ist noch nicht fertig abgestimmt, wird noch gemacht. Das Auto von Bernd ist wieder hier, keine Ahnung warum. Unser Vorführer, aktuell auf OZ Ultraleggeras, bekommt bald OZ Allegheritas. Das Auto vom Stefan ist vom Lack zurück. Wird jetzt bald komplettiert und dann hat er auch endlich seinen schicken V6 zurück. Jetzt das Auto vom Jan, auch 1.8er VVT Swap, hat das Auto lange bei sich zu Hause umgebaut, hat ein Öl ins Fahrwerk, Carsportbremse, Lenkrad, ich weiß gar nicht, was da alles ist, also wird auch vieles eingetragen, ich habe gerade nicht alles im Kopf. Und sonst, ja, die vorne waren schon. Sind wir durch, würde ich sagen. Einmal kurzer Überblick, was gerade so bei uns abgeht. Bisschen stressig wieder aktuell, der Hof explodiert wieder ein bisschen. Ja, haben wir hoffentlich bald wieder ein bisschen in den Griff gekriegt und dann geht es entsprechend weiter. Ach so, für die, die noch nicht den Facebook-Post vom Jan gesehen haben. In A bis NC, Silvers Teilegutachten sind online, im Online-Shop. Könnt ihr gehen auf den Bereich Downloads, könnt ihr euch runterladen. Das heißt, die Teilegutachten sind da. ND hatten wir auch zugeschickt bekommen, habe ich leider noch Fehler festgestellt. Habe gesagt, hier, das muss erst noch korrigiert werden. Das heißt, die werden jetzt auch noch nachgereicht, wenn ich das von dem Herrn vom TÜV Österreich zurück habe. Und dann haben wir auch für den ND die Gutachten online. Und dann sind alle Gutachten endlich da. Außerdem Trackday. Trackday Spreewaldring ist reduziert. Schnell buchen, wer noch nicht hat. Ist jetzt bald soweit. 25.09. Samstag sind wir da. Die Leute, die bei uns den Trackday zum ursprünglichen Preis bestellt haben, kriegen von uns einen Online-Gutschein in der Höhe der Differenz zwischen dem aktuell reduzierten Preis und dem damals bezahlten Preis. Also ihr fallt nicht hinten runter. Gibt auf jeden Fall einen kleinen entsprechenden Ausgleich. Und ich denke, dann sind wir aktuell. Dann haben wir alles Wichtige. Würde ich sagen, schönen restlichen Mittwoch oder welcher Tag auch immer ihr euch den anseht, das Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.